So, liebe Modellbahn Freunde, nun bin ich bei unserem Messerundgang bei ACME gelandet. Und das ist ja immer so ein Punkt für mich. Ich weiß am Anfang immer gar nicht so richtig, was wir da machen, lieber Romano Mölter. Aber eins weiß ich ganz bestimmt. Es ist immer ein ganz besonderes Highlight dabei. Und das wird er uns gleich vorstellen. Ja, dieses Jahr sind sogar viele, aber ein ganz, ganz besonderes ist für mich sicher die AE68 der BLS, eine Lok, die in Italien gebaut wurde, in nur 4 Exemplaren, aber damals die stärkste E-Lok der Welt war. Ein Modell, an das sich bis jetzt noch keiner gewagt hat, großserienmäßig, und das haben wir eben. Aber nebenbei haben wir natürlich noch viele andere Highlights. Den italienischen Höchstgeschwindigkeitszug, den von Ansaldo Breda ETR 1000 ETR 1000. Dann haben wir eine ganze Serie von Reichsbahnwagen für den deutschen Markt, und zwar von Liegewagen der Reichsbahn bis zum heutigen Touristikexpress, der gerade von Lörrach nach Hamburg mit den Autotransportwagen fährt. War ein Zufall, aber ist gut so. Aber man muss auch von Zufällen leben können, denke ich. Ja, sicher. Glück muss man haben. Ja. Dann sind wir endlich auch mit unserer Trax fertig, mit der Trax 3, mit der neuen in verschiedenen Versionen. Die waren ja gerade bei den deutschen Reichsbahnwagen, bevor wir zum Nachtzug gekommen sind, aber da hast du uns ein paar unterschlagen, nämlich die Halberstädter. Ja, es sind sogar mehrere. Also es sind die Liegewagen, die Halberstädter, und es sind die Bautzener A- und B-Wagen. In ganz vielen Varianten, eben auch die Zusatzwagen für unsere Komfortwagen des letzten Jahres, die gefehlt haben, um den Zug zu verlängern. Dann gibt es die Wagen natürlich auch unter DB AG und bis eben zum BTEX. Und was ich ja auch noch sagen wollte, wir haben endlich den Italiener bei der Reichsbahn ausgeliefert, der seit 3 Jahren im Katalog war. Und die Leute haben ja gefragt, wann kommt er endlich, wann kommt er endlich. Er ist seit heute in den Geschäften. Also zu den Fragen kommen wir dann speziell nochmal, aber es freut mich, dass du sagst, also wir haben auch diesen Wagen endlich in der Auslieferung. Es gibt ja auch noch einen ganz besonderen Wagen, und es ist auch ein ganz berühmter Zug eigentlich, der Saratov Express. Und das habe ich mir jetzt gerade von dir sagen lassen, voller Länge. Das ist ja was ganz Ungewöhnliches. Genau, also wir sind inzwischen bei 8 Wagen. Es ist noch ein Zusatz-Asset erschienen. Und es ist eine kunterbunte Fuhre und somit für die Anlage wunderschön. Alles verschiedene Kurswagen. So, dann wollen wir mal in den Güterbereich Wagen abwandern. Da gibt es ebenfalls eine Neuerung, die sehen wir auch hinter uns in der Vitrine. Genau, das ist der Doppeltragwagen für 40 Zoll Container, der also primär im Hafenverkehr vom Hafen zu den Abnehmern eingesetzt wird, also ab Rotterdam, ab Hamburg ins Hinterland. Und der hat bis jetzt auch gefehlt. Du sagtest vorhin, dass ihr sozusagen auch Wagen neu aufgelegt habt. Die sehen wir hier unten, die ÖBB-Wagen. Aber das hätte ich wahrscheinlich nicht sagen dürfen jetzt, oder? Nee, doch. Es ist also, der Zug erschien im Handel letztes Jahr, ich glaube im August, und war ab Werk in weniger als 2 Wochen ausverkauft. Und das hat uns natürlich dann bewogen, die fehlenden und die vielen fehlenden Nachfragen doch noch zu glücklich zu machen. Und er ist hier hinter mir in der Vitrine. Und wenn jetzt nochmal Nachfragen kommen? Jetzt aber zugreifen. Also ein drittes Mal legen wir ihn sicher nicht auf. Ja, so, das waren jetzt so auch im Sause-Durchschnitt unsere Neuvorstellungen. Wir haben ja auch Zuschauerfragen mitgebracht, die du uns gerne mal beantworten würdest. Gerne, sicher, warum nicht? Also fangen wir an, liebe Zuschauer. Die erste Frage kommt von Martin Priebs aus Hamburg, und der fragt, wird es weiter tschechisch-slowakische Modelle geben in H0? Das brauche ich eigentlich gar nicht zu beantworten, dazu muss man nur im Katalog blättern. Es ist eine Lok drin und es sind auch neue Wagen drin, und wir werden auch in den nächsten Jahren sicher in diese Richtung weitermachen. Es ist schöne Eisenbahn, was da drüben passiert, das gefällt uns sehr. Also, lieber Herr Priebs aus Hamburg, Sie haben es gerade gehört, es wird also auch weiter tschechische Modelle geben. Dann gibt es eine Frage von einem Herrn Große aus Halle. Werden die Kupplungsdeichseln der Bautzner Komfortwagen nochmal überarbeitet? 5 mm Abstand der Wagen im gezogenen Zustand geht gar nicht, also bemängelt in etwas zu weiten Abstand. Dazu müsste ich erstmal wissen, ob er mit Normalkupplung fährt oder ob er Kurzkupplung hat. Und eigentlich, es ist das erste Mal, dass ich von sowas höre, zu den Bautzener Komfortwagen. Also wenn es dort ein Problem gäbe, hätte ich sicher schon
gehört. Wir haben so viele davon verkauft, dass ich es sicher nicht hätte überhören können. Muss man mal nachschauen, vielleicht hat er auch einen defekten Wagen erwischt. Das kann auch durchaus passieren. Oder wir empfehlen Herrn Große aus Halle eben mal, sich direkt mit euch in Verbindung zu setzen und das Problem mal zu schildern oder zu fotografieren. Genau, es sollte wirklich ein Problem an einem spezifischen Wagen sein, können wir natürlich das mit Sicherheit lösen. Bekannt ist mir das Problem bis jetzt nicht. Ich habe die selber auch daheim auf der Anlage mit Kurzkupplung. Mal schauen. Schauen wir mal. Alles klar. Also Herr Große, Sie sind aufgefordert, dahin zu schreiben. Ja, dann gibt es eine ganz spezielle Frage zu einem Trans-Europe-Express. Gibt es im TEE ja Planungen, die Mediolanum aufzulegen, insbesondere die rot-beigen Grand Komfortwagen, fragt Herr Dahlos aus Rastede. Prinzipiell würde ich sagen, warum nicht? Mir gefallen die Wagen sehr. Es ist momentan nicht in Planung, aber wir werden das sicher mal berücksichtigen. Also, Fragen lohnt sich halt immer und vielleicht ist es ja auch eine Idee. Ja, ja. Alles klar. So, und die letzte Frage. Wann wird die gelbe Baureihe 120 von DB Systemtechnik veröffentlicht und sind Nightjet-Wagen in Planung, fragt Herr Philipp Müller aus München. Ja, die 120, das ist so ein Schandfleck, die ist schon seit 3 oder 4 Jahren im Katalog, aber ich glaube wirklich, dass wir es dieses Jahr schaffen, weil die hängt mit den anderen 120er zusammen, mit der CDF-Lok und die ist jetzt von der Bedruckung her so weit, dass es einigermaßen funktioniert. Die haben da lang rumgewurschtelt in China und dementsprechend wird dann auch die gelbe kommen. Also dieses Jahr hoffe ich, ich warte auch für meine Anlage auf die gelbe. Ich hoffe, wir sind soweit. Ja, damit wären wir am Ende, lieber Romano. Vielen Dank für die ausführlichen und vor allem für die sehr schönen Neuheiten, die ACME dieses Jahr wieder aufgelegt hat. Wir wünschen dir für die restlichen Tage auf der Messe noch viel Erfolg und nächstes Jahr hoffen wir wieder auf ganz besondere Highlights. Genau. Vielen Dank.